Kaum zu glauben, der Nintendo DS feiert dieses Jahr seinen 15. Geburtstag. Damit geht er schon fast als Retro durch. Zwei Bildschirme, Berührungssteuerung und ein Mikrofon inspirierten die Entwickler seinerzeit zu kreativen Spielkonzepten und luden eine völlig neue Spielergruppe in die Welt der Videospiele ein, die Casuals. Heute feiern wir das kleine Wunderwerk bzw. die 10 besten Titel, die uns aus zwei Bildschirmen entgegenflimmerten. Entwickler CING lieferte neben Another Code doppelte Erinnerung noch ein weiteres erstklassiges Point-and-Click-Adventure für den Nintendo DS ab, Hotel Dusk Room 215. Der entscheidende Unterschied zwischen beiden besteht darin, dass das Gerät, ähnlich wie in Dr. Kawajimas Gehirnjogging, die ganze Zeit über aufrecht wie ein Buch gehalten werden muss. Anders als in Another Code geht es in Hotel Dusk nicht nur darum, Rätsel zu lösen, sondern durch geschickte Wortwahl in einem Detektivfall zu ermitteln, ohne dabei Zeugen zu vergraulen oder aus dem Hotel geschmissen zu werden. Mit seinem Film-Noir-Stil in Bleistiftskizzen-Optik setzt der Hotel Dusk dem DS ein Denkmal. Die Spiele der Heroes of Might and Magic-Reihe sind für ihre süchtig machende Wirkung bekannt. Auch der DS-Ableger Might and Magic Clash of Heroes bildet in dieser Hinsicht keine Ausnahme, wenngleich er mit dem großen Vorbild streng genommen gar nicht so viel gemein hat. Statt eure Armeen aus Fantasy-Kreaturen in taktischen Rundenkämpfen auf einem Hexfeld zu kommandieren, bestreitet ihr Auseinandersetzungen in den wahrscheinlich besten Match-3-Knobeleien, die die Welt je gesehen hat, und das lange bevor dieses Spielprinzip so populär und erfolgreich war wie heutzutage. Unvergleichlich simpel und dennoch hochkomplex und sagenhaft motivierend, wer einmal mit Clash of Heroes anfängt, wird die nächsten 40 Stunden nicht mehr davon loskommen. Mit dem DS betrat Nintendo zaghaft das Gebiet der mobilen 3D-Games, dennoch vertrauten viele Entwickler nach wie vor auf den zweidimensionalen Pixel-Look. Dass dies überhaupt kein Nachteil sein muss, beweist Castlevania Dawn of Sorrow. Die stilsichere Fortsetzung des GBA-Ablegers Aria of Sorrow schafft es, ein 2D-Spiel mit seinerzeit grandiosen Animationen einen modernen Anstrich zu verpassen. Für manchen vielleicht einen Hauch zu modern, denn an den Anime-Stil mussten sich eingefleischte Vampirjäger erst einmal gewöhnen. Dawn of Sorrow macht, wenn auch überschaubar, Gebrauch des Touchscreens. Um einen Boss endgültig zu besiegen, ist es erforderlich, ein Siegel in kurzer Zeit nachzuzeichnen, andernfalls geht der Spaß wieder von vorne los. Hallo, mein Name ist Dre. Wundere dich nicht, dass ich eine Schreibtischlampe bin. Wer bist du und wo? Natürlich, du kannst dich nicht erinnern. Das ist auch kein Wunder, denn du bist tot und nun ein Geist. Dein Körper liegt da, der Typ mit der Sonnenbrille und der krassen Frisur. Du bist gerade erschossen worden. Das ist der irrwitzige Anfang von Ghost Trick. In dem ungewöhnlichen Adventure der Phoenix Wright-Entwickler spielt ihr einen zeitreisenden Geist auf der Suche nach dem eigenen Mörder und begegnet dabei unter anderem einem tanzenden Kommissar im weißen Anzug, einem Schrottplatzvorsteher mit einer Taube auf dem Kopf oder einem Spitzhund namens Rakete. So bekloppt das klingen mag, so ungewöhnlich und im wahrsten Sinne geistreich sind die Rätsel des Spiels und die Geschichte schlägt so dermaßen viele überraschende und doch vollkommen logische Haken, dass man vor Spannung den Griffel des DS nicht mehr aus der Hand legen will. Über ein Jahrzehnt nach dem letzten echten 2D-Mario, Super Mario World, rückte Nintendo den Jump'n'Run-Klassiker wieder zurück in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Marios Rückkehr zu seinen Wurzeln wurde wahrhaft groß, denn dank neuer Items wächst der Klempner auf ungeahnte Größe an und räumt alles aus dem Weg, was nicht festgenagelt, ach was, einfach alles weg. Zudem ist der neue Mario zu Manövern fähig, die heute gar nicht mehr aus seinem Repertoire wegzudenken sind. Alte und junge Fans hatten offensichtlich auf diese Renaissance gewartet, denn mit über 30 Millionen verkauften Einheiten ist New Super Mario Bros. Das erfolgreichste Spiel des Nintendo DS. Ace Attorney schlüpft in die Rolle eines Strafverteidigers und müsst die Unschuld eures Mandanten beweisen. Was als Konzept auf dem Papier womöglich furchtbar trocken klingen mag, überzeugt in der Ausführung durch beispielslosen Tiefgang und Witz. Spaßige Knobeleien und das Aufdecken von Ungereimtheiten in Zeugenaussagen verlangen hier gleichermaßen noch eurer Aufmerksamkeit.
Ihren Ursprung hat die Mischung aus skurriler Gerichtssimulation und Adventure, bei der unter anderem Bauchrednerpuppen in den Zeugenstand gerufen werden, auf dem Game Boy Advance. Mit dem Sprung auf den DS startete die Reihe aber erst so richtig ihre weltweite Erfolgsgeschichte. Mittlerweile brachte Ace Attorney zahlreiche Fortsetzungen und sogar einen erstaunlich gelungenen Kinofilm hervor. Für Pokémon-Fans bedeutete der Nintendo DS eine goldene Ära. Bis dato erschienen auf keiner Konsole mehr Teile der Hauptreihe. Einen ihrer Höhepunkte feierte sie mit Pokémon Silber, Soul Silver bzw. Gold, Heart Gold. Die Remakes der Game Boy Color Klassiker gelten heute noch für viele als die Speerspitze dessen, was die Hallen von Game Freak verlassen hat. Dank der Engine von Pokémon Diamant und Perl sah die Johto-Region nicht nur besser aus denn je, geliebte Features wie hinterherlaufende Pokémon und zahlreiche Komfortverbesserungen ließen Trainerherzen anno 2010 höher schlagen. Die angeschlossene Kanto-Region ist selbstverständlich wieder mit von der Partie und durch den erweiterten Pokédex hängen die Remakes das Original in Sachen Umfang noch weiter ab. The Legend of Zelda The Wind Waker wurde erst viel später all die Liebe zuteil, die ihm in den ersten Jahren nach Release aufgrund des Cell-Shading-Stils verwehrt blieb. Noch in dieser Zeit veröffentlichte Nintendo für den DS die inhaltliche und stilistische Fortsetzung Phantom Hourglass. Nicht nur die Rückkehr zum Comic-Look galt damals als waghalsig, Nintendo krempelte die Art, wie ein Zelda gespielt wurde, komplett um. Phantom Hourglass wird nahezu vollständig mit dem Touchscreen gesteuert. Bewegungen, Angriffe, Rätsel, Tasten sind dabei überflüssig. Stattdessen kommt sogar das Mikrofon des Handhelds zum Einsatz, um etwa Kerzen auszupusten oder Personen aufzuwecken. Diese konsequente Nutzung eher spezieller Features in einem Zelda hätte auch gewaltig in die Hose gehen können. Von Mario Kart 8 Deluxe besetzte Mario Kart DS lange Zeit den Platz des heißesten Teils der Funracer-Reihe. Es vereinte die bis dahin besten Aspekte, die Fans lieben: Mario Kart unterwegs. Mit neuen Kursen und überarbeiteten Retro-Strecken in 3D. Doch worauf es alle im aufkeimenden Zeitalter des Konsolen-Online-Gamings abgesehen hatten, waren natürlich Asphalt-Scharmützel im Netz. Die potenziell größte Stärke war aber auch eine der Stolpersteine von Mario Kart DS, die Nintendo Wi-Fi Connection. Ein umständliches Freundescode-System und Lags bremsten den Spielspaß wie eine Bananenschale aus. Noch heute beklagen viele Nintendos rückständigen Umgang mit Online-Funktionen. Im Tokioter Einkaufsviertel Shibuya spielt ein Kult namens Reaper ein perfides Spiel mit Verstorbenen, die eine Reihe von Aufgaben erfüllen müssen, um eine zweite Chance auf ihr Leben zu erhalten. Während die meisten DS-Spiele sich auf Tasten- oder Touch-Steuerung konzentrieren, macht The World Ends With You Gebrauch von beidem, und zwar gleichzeitig. Auf dem oberen und unteren Bildschirm finden Kämpfe simultan mit unterschiedlicher Steuerung statt. Hier ist Multitasking gefragt. Diese einzigartige Perle könnt ihr inzwischen auch auf der Switch mit angepasster Steuerung nachholen. Eine Warnung vorab: Wer einmal damit anfängt, wird den Soundtrack ein Leben lang im Ohr behalten. Thank you.